Kapitel 933 ging gleich da weiter, wo das letzte aufgehört hat. Und zwar haben wir den Shogun gesehen, der endlich in seiner Zoan-Form war. Der war natürlich ziemlich wütend auf Komurasaki und wollte, dass sie sich entschuldigt und auf die Knie fällt und ihm die Füße küsst, so gesehen. Was sie dann aber nicht gemacht hat, weil sie gesagt hat, sie will halt ihre Ehre bewahren oder ihren Stolz bewahren. Was halt natürlich ein großer Fehler von ihr war, weil nachdem er dann irgendwie um sich gewütet hat und einfach ein paar Leute von sich angegriffen hat, hat er dann sie gepackt und sie so gesehen in seinem Maul festgehalten, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte. Toko wollte natürlich, dass Robin ihr hilft, die natürlich nicht helfen konnte, weil sie schon alle Hände voll zu tun hatte mit den Ninjas vom Shogun und selber nicht mal wusste, ob sie da rauskommt, geschweige dann noch Komurasaki helfen. Bis dann in der letzten Sekunde als letzter Retter in der Not Brook kam, wie wir es schon mal hatten. Er kam halt in seiner Geisterform und hat denen Angst gemacht und die sind alle weggerannt wie kleine Babys, also es war natürlich wieder ein bisschen leicht, weil ein normaler Ninja rennt, glaube ich, nicht weg, wenn ein Geist sieht. Dann haben wir noch kurz auf den Dach gesehen, wie wir es ja schon mal hatten. Nami und Shinobu, die haben sich dort versteckt und die verschanzt, wurden dann noch kurz von einem anderen Ninja aufgehalten, der dann Shinobu zwar erkannt hat, aber er kannte nur das frühere Ich von ihr, wo sie halt jünger war, dann sogar auch ziemlich gut aussah, aber der hat sie dann halt nicht erkannt. Er hat erst gedacht, dass es sie ist, aber dann nicht mehr. Es war auch ziemlich lustig und cool zu sehen, wie sie früher aussah, aber jetzt wirklich interessant ist das nicht. Sie hat dann auf jeden Fall ihre Teufelsfrucht genutzt, um dann den Dachboden einstürzen zu lassen. Das ist dann alles auf den Kopf vom Shogun gefallen. Der hat dann natürlich auch Komurasaki losgelassen. Die war dann für kurze Zeit gerettet. Da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt fliehen die und fertig. Bis dann Kiyoshiro kam und Komurasaki so gesehen einfach aufgeschlitzt hat. Also es war ziemlich krass. Er hat sie so aufgeschlitzt, wie damals Falkenauge Zorro aufgeschlitzt hat. Also ob wenn die wieder aufsteht, würde es mich wundern. Und ich habe mir dann erst gedacht, hä, warum? Was soll das? Ich verstehe das nicht. Bis wir dann dieses Kanich-Zeichen in ihrer Hand gesehen haben. Also war sie so gesehen einer der Verbündeten von Momonosuke und Kinemo und hätte so gesehen zu der Oden-Familie gehört. Und ich würde mal sagen, wir können jetzt ausschließen, dass sie die Schwester von Momonosuke ist, weil wenn die noch lebt, das weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass die tot ist. Und wenn jetzt die Schwester von Momonosuke einfach tot wäre, wäre es doch, glaube ich, ein bisschen komisch. Ohne Einführung, ohne irgendwas und dann ist sie tot. Also wir müssten sie schon vorher eingeführt bekommen als Schwester, damit wir dann auch trauern können, würde ich sagen. Und auf jeden Fall muss ich jetzt sagen, dieser Kiyoshiro, der ist für mich schon eine krasse Person. Also ich weiß immer noch nicht nach diesem Kapitel, was diese Person will, was er vorhat. Auf jeden Fall ist er krass und gnadenlos, dass einfach eine Frau aufschlitzt und umbringt. Sie ist zwar ein Verbündeter von den Odens, aber sie ist ja jetzt keine wichtige Person. Sie kann ja nichts. Sie macht ja nichts. Und ich muss sagen, das ist schon ziemlich krass. Diese Person ist für mich eigentlich der Highlight dieses Kapitels gewesen, neben der anderen Sache, die jetzt noch passiert ist. Denn Nami hat sich mal gedacht, hey, ich will nicht immer die Schwächste sein in der Gruppe oder in der Crew und ich fick mal den Shogun. Dann hat sie Zeus beschworen, hat ihm einen Wetterball gegeben und ja, ich würde mal sagen, Zeus hat Shogun gefickt. Wir wissen zwar jetzt nicht, ob er es überstanden hat, sie jetzt fliegen konnten. Wir haben nicht gesehen. Wir haben nur gesehen, wie Zeus den Shogun angegriffen hat. Dann hat man ein paar Blitzer gesehen und fertig. Wir wissen auch nicht, wie sehr es er überstanden hat, ob er Katze hat. Aber ich muss sagen, wenn man bedenkt, dass das eigentlich eine der Hauptwaffen von Big Mom war und Shogun nicht wirklich ja, stark wirkt, glaube ich eher, dass ihn Zeus schon ein bisschen mehr angetan hat. Und es kann gut sein, dass der jetzt vielleicht noch eine Zeit lang flackt oder im Krankenhaus liegt. Es wäre natürlich auch möglich, dass er jetzt da dran steht und sagt, hey, nicht schlecht, aber ich fick euch jetzt. Aber ehrlich gesagt, glaube ich eher, dass er jetzt damit vorerst besiegt ist, dass es später wieder vorkommt. Weil wenn man es bedenkt, ein Homie oder beziehungsweise einer der stärksten Waffen von Big Mom greift den Shogun an, der sowieso nicht wirklich stark wirkt, der müsste jetzt fertig sein. Auf der letzten Seite haben wir Big Mom gesehen und die wurde von Chopper zu Zuro gebracht. Das ist so gesehen die Frau von Kinemo. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, da waren auch Ruffy und Zoro ganz am Anfang vom Wano Kuni Arc und die hat ihr halt so gesehen was zum Essen gegeben und Big Mom war halt ganz nett und ist noch ganz kindlich, fast so wie damals, als wir sie im Rückblick gesehen haben auf dem Whole Cake Island Arc und ist halt ganz nett und sagt, oh ja, ich habe zwar noch Hunger, aber ich finde es voll cool von euch, weil ihr so wenig habt und dann gibt ihr mir auch noch was und Chopper hat jetzt auch noch vor, so gesehen weiterzureisen und die Aufgaben, die er hat, jetzt noch weiter auszuarbeiten oder zu erfüllen und der nimmt halt jetzt Big Mom einfach mit und hofft mal, dass sie ihre Erinnerungen nicht zurückkriegt, weil sonst sind sie ziemlich hart im Arsch.
Und viel mehr haben wir eigentlich nicht gesehen. Wir wissen jetzt auch noch, zum Schluss haben wir erfahren, dass es noch 9 Tage sind bis zu der finalen Schlacht. Und das war's. Das Erste, was ziemlich gut ist, es scheint schon mal so, dass nächste Woche keine Pause ist. Darauf können wir uns schon mal freuen. Und sonst war's das eigentlich. Jetzt, was ich sagen muss, was ich aus dem Kapitel jetzt irgendwie mitgenommen habe und was nicht. Erstens, es ist ziemlich cool, wenn man halt jetzt Ruffy und sowas nicht sieht. Weil wir haben jetzt 2 Kapitel lang sogar nur Robin, Shogun, Komurasaki und jetzt zum Schluss noch ein bisschen Nami und Brook bekommen, was zwar ziemlich cool ist, aber ich muss sagen, vor allem jetzt nicht diesem Kapitel, sondern im letzten Kapitel, da ist es schon aufgefallen, dass Ruffy oder Zoro und Sanji oder so gefehlt haben, weil ich muss ehrlich sagen, beim letzten Kapitel, das hat mir jetzt nicht wirklich so gefallen. Ich habe es durchgelesen, ich fand es informativ, aber es ist nichts, wo ich mir gedacht habe, oh geil, One Piece, ja, mega krass. In diesem Kapitel war es schon ein bisschen anders mit Zeus und Kyoshiro, fand ich ziemlich cool, aber ich finde, es fällt schon auf, dass Ruffy zum Beispiel seine Hauptauftritte nicht mehr hat, wie es damals auf Whole Cake Island war, wo es einfach nur um ihn gedreht hat. Das ist zwar cool, dass er nicht immer vorkommt, aber dann sollte es Oda schon vielleicht ein bisschen spannender gestalten. Und ich weiß, man kann es nicht immer spannend machen, man muss ja auch irgendwie eine Schlacht und alles aufbauen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, dass Ruffy schon ein bisschen fehlt, obwohl wir auch schon ziemlich viel von ihm gesehen haben. Und ich glaube jetzt mal, im nächsten Kapitel werden wir, wenn nicht Ruffy, einfach irgendwie die anderen Strohhut-Leute sehen. Vielleicht sehen wir wieder Sanji, der gegen Page One kämpft, oder Zoro. Denn ich glaube, wir hatten jetzt vorerst genug Robin und Shogun. Vor allem der Shogun ist jetzt fertig. Vielleicht sehen wir ihn nur auf einer Seite, wie halt sein Zustand ist und wie halt Nami und sowas fliehen. Am interessantesten sind jetzt natürlich Chopper mit Big Mom, weil erstens, wo gehen die jetzt hin? Gehen die zu Law oder gehen sie irgendwelche Verbündeten suchen? Treffen sie Kinemo? Wie reagieren sie? Was passiert mit Big Mom? Und natürlich, was auch ziemlich interessant ist, ist Ruffy. Wann kommt aus dem Gefängnis raus? Erst bei der Schlacht, wenn die Schlacht schon im Hauptkampf ist oder schon viel früher, damit er sich vorbereitet und trainiert und wird da stärker. Also es gibt so viele offene Fragen. Und die Frage in diesem Kapitel, die ich mir stelle, oder beziehungsweise die 2 Fragen, jetzt wo es einfach perfekt ist, wir haben jetzt Nami mit Zeus und Big Mom ist da. Falls Big Mom ihr Gedächtnis zurückbekommt, was sie kriegen wird, was macht sie, um Zeus zurückzukriegen? Sie will ja Zeus zurück. Kriegt sie den zurück oder nicht? Also ich fände es cool, wenn Zeus bei Nami bleiben würde. Das ist zwar keine Eigenkraft von ihr, aber Nami macht es ja aus, mit dem Wetter zu kämpfen und Zeus wäre schon ziemlich cool. Die 2. Frage, die ich mir stelle, was hat das mit diesem Kyoshiro auf sich? Ich finde diesen Typ eigentlich ziemlich cool und dass er jetzt einfach die eine aufgeschlitzt hat, nur weil sie zu Momonosuke und den Odens gehört, obwohl er wusste, dass er wahrscheinlich dann umgebracht wird von dem Shogun oder so, finde ich ziemlich krass. Und was hat er vor? Ist er vielleicht stärker sogar als der Shogun und verheimlicht nur seine Kraft? Also diese Person finde ich ziemlich cool. Ich würde mal sagen, das war's schon mit dem Video. Ciao, das Haki sei mit euch.